Hallo liebe Füchsefamilie. Willkommen bei Gesund und Lecker mit Fuchsi. In den nächsten Wochen zeigt euch Matthias Retzky von unserem Catering-Partner Cool Pepper leckere Gerichte, die ihr ganz schnell und einfach zu Hause nachkochen könnt. Unterstützung bekommt ihr von unserem Maskottchen Fuchsi, dem tatkräftig unter die Arme greifen wird. Vielen Dank an unseren Gesundheitspartner, die AOK Nordost, für die Unterstützung und dass wir hier bei euch kochen dürfen. Hallo liebe Füchsefamilie, wir sind wieder in der Küche der AOK Nordost zum Kochen in dieser Zeit. Mein Name ist Matthias Retzky, ich bin von Cool Pepper Event Catering. Ihr kennt mich aus dem VIP-Raum, wir kochen da für euch. Sonst, damit wir wieder mal bei euch sind und für euch was kochen, diese Sendung. Heute geht es ganz einfach, wir machen Pellkartoffeln mit einem kleinen Dip und ich begrüße wieder meine Küche, Fuchsi. Hey Fuchsi. Alles klar bei dir? Die Langeweile geht so? Dann freuen wir uns aufs Kochen. Für unser heutiges Gericht, Pellkartoffeln mit Hüttekäse-Dip, benötigen wir für 4 Personen folgende Zutaten. 800 Gramm festkochende Kartoffeln. Hüttenkäse. Der bildet den Hauptbestandteil unseres Dips. 4 Eier. Wir nehmen heute nur 3, weil Fuchsi und Matthias nur zu zweit sind. Gartenkresse und eine Salatgurke sowie eine rote Zwiebel. Fuchsi, während ich die Gurke schneide, kannst du die Kartoffeln schon mal ins Wasser machen, bitte? Nanu? Was hat Fuchsi denn da vor? Na, wenn das mal keinen Ärger gibt. Kartoffeln drin, Fuchsi? Mann, Kartoffeln, Fuchsi. Na siehst du, jetzt sind auch die echten Kartoffeln da, wo sie hingehören. So Fuchsi, jetzt haben wir wirklich die Kartoffeln drin. Die brauchen ja noch einen Augenblick. Willst du uns nicht mal ein bisschen unterhalten? Während die Kartoffeln kochen, vertreibt sich Fuchsi die Zeit mit ein wenig Sport. Da zurzeit leider keine Heimspiele stattfinden können, bei denen sich Fuchsi sonst immer auspowert, macht er es eben hier. Na, Fuchsi, bist du schon außer Puste? Ich glaube, das ist genug Sport für heute. Lass uns weiter kochen. So, Fuchsi, die Kartoffeln sind fertig. Hast du sehr gut gemacht. Top. Kannst du schon mal anfangen, den Hüttenkäse in die Schüssel zu füllen und dann ein bisschen zu rühren? Und ich packe unsere ganzen Zutaten dazu. In der Zwischenzeit haben wir die Eier hart gekocht und klein gehackt. Wir haben unsere Kresse, die Gurken und die rote Zwiebel habe ich in ganz feine Ringe geschnitten. Dazu noch ein bisschen Dill. Der passt großartig dazu. Dann nehmen wir noch unser Ei. Das machst du super, Fuchsi. Die grüne Gurke. Und frische Kresse. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Und noch einmal gut verrühren, Fuchsi. Und schon haben wir einen tollen Dip. Jetzt könnt ihr euren fertigen Dip zusammen mit den Kartoffeln auf einem Teller anrichten. Noch ein wenig Dill für die Optik und ein paar rote Zwiebelringe für den Geschmack. Und fertig! So, liebe Füchsefamilie, das war heute mal ein ganz schnelles Gericht. Fuchsi haben wir wieder super gemacht. Besten Dank. Und vor allen Dingen kann der Dip auch von den kleinen Füchsen mitgemacht werden. Also Kinder, ab in die Küche und einfach ein bisschen rühren, was Mutti oder Vati euch auf den Tisch da packen. Bleibt gesund, guten Appetit!